Hallo, ihr Kloner, und willkommen zum zweiten Tutorial des Charaktergeräters 1.4. Ich hatte ja auch schon im vorherigen Tutorial euch gezeigt, wie man hier selber hier Slider erstellen kann, das im Programm machen kann. Dieses Mal möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr mit einem externen Programm dann eine Figur erstellen könnt, von der ihr dann auch zum Schluss hier auch einen Slider herstellen könnt, den ihr benutzen könnt oder auch weitergeben könnt. Der Vorteil jetzt bei 1.4 ist, dass wir das 3D Exchange nicht mehr brauchen. Wir können also hier, das habe ich euch auch schon gezeigt, über den OBJ-Export können wir also die Figur exportieren und dann mit einem 3D-Programm bearbeiten. Wir müssen uns jetzt nur entscheiden, ob wir nun jetzt hier den kompletten Körper verändern wollen, ob wir nur den Kopf verändern wollen, ob wir nur den Körper verändern wollen ohne Kopf, die Zähne oder die Augen. Dementsprechend müssen wir das hier auch exportieren. Wenn wir den Kopf sehr stark verändern, aber den gesamten Körper ein bisschen zunehmen wollen, dann ist ganz gut, das Full Body hier zu nehmen, weil dann können wir die Augen nachher importieren aus diesem kompletten her. Das ist also zunächst, was wir uns erstmal, wofür wir uns erstmal entscheiden müssen. Ich habe mich jetzt entschlossen, eine komplette Figur mit euch zu erstellen. Um eine komplette Figur zu machen, müssen wir aber erst einmal eine Vorstellung haben, was wir wollen. Dazu habe ich folgende Vorlage gewählt. Diese Vorlage hier habe ich mit einem Image Overlay Programm über den zu ändernden Avatar gelegt, weil ich werde jetzt erstmal versuchen, diese Figur hier an die mittels der Schieberegler, die ich habe, anzupassen. Also ihr könnt entweder diese Vorlage selber zeichnen oder aus dem Internet nehmen oder aus einem anderen Programm erstellen. Müssen wir das hier noch ein bisschen runter machen, damit wir das sehen können. So, könnt ihr ja sehen, so in etwa nehme ich das weg. Jetzt muss ich hier erstmal die Größe verstellen. Also könnt ihr hier sehen, da wird dicker und dünner. Damit kann ich den hier die Höhe verändern. Ja, müssen wir noch mehr verändern. So haben wir so in etwa, ja, das ist, dann müssen wir den ein bisschen größer machen. Wir müssen die Arme hier genau abschließen lassen. Und wenn wir die Höhe verändern, dann bleibt die Armbreite erhalten. Wenn wir den ganzen Körper verändern, dann werden die Arme auch kürzer. Ja, könnt ihr das sehen? Also hier, das passt sich schon sehr gut an. Das können wir hier sehen, haben wir hier in etwa, haben wir das erreicht. Das hier stimmt auch. Die Füße stimmen auch. Die müssten wir jetzt hier, das müssen wir ein bisschen breiter machen, das hier auch, und vor allen Dingen müssen wir den Kopf größer machen. Dazu müssen wir jetzt hier im Einzelnen, kann ja mal gucken hier, zum Beispiel hier den Kopf vergrößern. Da kommen wir aber nicht hin, den müssen wir noch größer machen. Und zwar das Tolle ist, wir können jetzt hier die Werte hier rechts, können wir jetzt mehr als 100% eingeben, so dass wir den Kopf gut anpassen können. So, die einzelnen Schritte habe ich jetzt nicht gemacht, sondern ich habe hier eine vorbereitete Datei schon eingeladen, wo ihr seht, wo die Übereinstimmung einigermaßen ist. Hier rechts könnt ihr sehen, was ich alles verändert habe. Das ist eine ganze Menge. Das müsst ihr ausprobieren und das ist bei jedem sehr unterschiedlich. Das kommt mit Erfahrung mit dem Programm und wie weit man das für sich braucht. Da kann man aber keine Anleitung vergeben. Wichtig ist nur, dass auf jeden Fall die Essentials-Erweiterungen, also Schiebregler, auch dabei sehr, sehr hilfreich sind. Und ohne die wäre ich hier jetzt so weit nicht gekommen. Jetzt muss ich diese Figur noch exportieren. Das machen wir denn. Ja, also den kompletten Body jetzt exportieren. Speichern wir hier als Tutorial ab. Wenn wir das jetzt hier haben, dann können wir den in unser nächstes Programm einladen, um jetzt die Mesh, also die Form der Figur zu verändern. Als Demonstration für die Veränderung habe ich jetzt mal das Sculptis von Pixologic gewählt. Könnt auch ZBrush nehmen, das müsst ihr bezahlen, aber hier das Pixologic. Das gibt es umsonst und das müsst ihr euch nur runterladen. Und da laden wir jetzt die Figur ein, sagen neue Szene, sagen zeichnen wollen wir nicht. Da sehen wir so, dann haben wir jetzt die Szene hier und sehen,
was wir da verändern müssen. So, dazu haben wir denn jetzt hier oben die unterschiedlichen Werkzeuge. Die müsst ihr ein bisschen kennenlernen und müsst ihr euch mit beschäftigen. Das kann man so in einem Kurs nicht zeigen. Ich zeige euch nur so, jetzt zum Beispiel, wenn man das Mousse hier nimmt, seht ihr, dann können wir das hier sehr schnell gut den Körper daran so anpassen. Hier noch ein bisschen. Das Ganze ist jetzt eine Menge Gestaltungsarbeit, die jeder für sich so machen muss und die man so nicht lernen kann, sondern das geht alles nur über Übung. Nach ein bisschen Arbeit könnt ihr sehen, wird die Figur dann so aussehen. Was hier etwas schwierig hierbei ist, ist, dass hier noch Augenbrauen gibt, die der überhaupt nicht hat. Hier unten mit den Füßen müssen wir noch ein bisschen gucken und am Körper noch ein bisschen weiterarbeiten. Das ist aber die persönliche Seite, wie weit das jetzt für sich genau nachmodellieren. Oder ihr sagt, es reicht mir so, wie ich die Figur hier erstellt habe. Das ist mir genug an Ähnlichkeit, das wollte ich ja nur als Vorbild haben. Hier sind die Füße zwar ein bisschen größer als hier, aber das lassen wir jetzt mal so. Mal schauen, wie das wird. Das kann man immer noch ändern und schauen. Jetzt brauchen wir das nur noch abzuspeichern. Und dann später im Charakter-Creator wieder zu importieren, um es dann als Slider weiter zu benutzen. Wir können statt Sculptris natürlich auch ZBrush von Pixologic benutzen. Wenn wir uns jetzt diese Figur verändert haben mit einem beliebigen 3D-Programm, den OBJ-File abgespeichert haben, können wir jetzt einen eigenen Schieber erstellen. Dazu laden wir uns eine Grundform ein, wo wir die dann nachher darauf anwenden. Am besten eine, wo außer hier die normale Textur nichts vorhanden ist. Dann wollen wir einen Morphs-Kleider machen. Hier müssen wir jetzt hinschreiben, wo das hin will. Ich will das hier auf Tut haben. Also muss ich hier reinschreiben, da gebe ich an, wo es hin soll. Hier schreibe ich jetzt hin, wie es heißen soll. Jetzt muss ich noch den OBJ-File einladen, den ich eben abgespeichert habe. Und jetzt verlangt wohl das Programm den Objekt-Key, den ich vorher, als ich die Figur zu Anfang exportiert habe, damit ich sie verändern kann, den will er natürlich auch haben, weil sonst sagt er, ne, mache ich nicht, ich weiß nicht, was mit dem OBJ los ist. Wenn ich den öffne so, und sage jetzt okay, dann seht ihr, hier hat er die Tut-Figur. Die laden wir jetzt ein und sehen da, ach sieh da, da ist er ja. Da ist die Figur, die wir gemacht haben. Das Einzige, was wir jetzt noch haben, dass wir die Augenbrauen haben. Die können wir aber noch wegmachen, indem wir hier hingehen und nehmen die Eyelashes und machen die ganz weg. So, wie ihr jetzt seht, haben wir jetzt unsere Figur. Die ist jetzt fertig. Die brauchen wir jetzt nur noch anzuziehen. Das können wir dann auch noch schnell machen. So, fangen wir mit den Schuhen an. Jetzt kriegt er ein paar Schuhe. Und dann kriege ich dann eine Box. Und dann noch ein T-Shirt. Ja, und die Haare, die hat er schon. Den können wir jetzt so dann auch gleich in iClone benutzen. Dazu brauchen wir nur hier oben drauf zu drücken und sagen den Charakter zu iClone. Dann macht er das. Ja, dann können wir sehen, hier ist er jetzt in iClone und fertig.